Hallo, liebe Freunde von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden und von Westen bis Osten. Ich bin euer Nixon und ich bin nicht allein. Ja, ich bin Defense und wir haben einen Weitblick hinter uns. Allerdings, Worms 1 jetzt zum Laufen zu kriegen, das war eine Katastrophe, aber wir haben es hinbekommen. Allerdings, also so viel Ärger hatte ich noch nie mit dem Spiel und ihr hört es zwar jetzt im Moment nicht, aber wir haben keine Musik. Wir haben zwar Soundeffekte, aber wir haben keine Spielmusik. Genau, aber dafür haben wir in den Musik, in den Videos, wo jetzt gerade eins geladen wird, sowohl Sound als auch Musik. Ja, labert ihn nur. Tatsache ist, ich werde jetzt das Worms-Titelthema auf jeden Fall einfügen, weil ich es absolut genial finde und für die Level überlege ich mir, ob ich irgendwo Soundtrack finde auf YouTube oder so, den ich dann noch einfüge. Dann würde ich ein bisschen musikalische Untermalung haben. Aber für uns läuft das Ganze leider ohne. Ja, und wie man sich vielleicht denken kann, das ist nicht die Super Nintendo-Version von Worms oder so, sondern es ist tatsächlich die PC-Version von Worms 1. Und gab es auch eine Super Nintendo-Version? Auf jeden Fall, die können wir auch irgendwann mal spielen. Ja. Die ist aber wirklich die abgespeckte Version hiervon. Da hat man noch die ganzen. Noch eine abgespeckte Version davon. Da hast du keine Option, du kannst, glaube ich, nicht mehr deinen Teamnamen ändern und so einen Scheiß. Aha. Und es hat natürlich nicht die Musikqualität, wobei wir im Moment gar keine Musik haben. Ich kann jetzt gerade nicht viel zur Musik sagen, also ich zumindest nicht. Wie man sieht, wir haben schon ein bisschen gespielt, um uns warm zu machen, um mit dem Spiel klarzukommen. Und die Defense hat natürlich total abgenutzt, wie immer. Ja, ich hatte es vorher noch nicht gespielt und die Physik ist viel anders als bei Worms 2, was wir vorhin gespielt haben. Allerdings, es ist ein völlig anderes Spiel, aber es ist absolut genial. Aber es ist auch witzig, auf jeden Fall. Und dann würde ich mal sagen, hauen wir rein. Auf geht's. Yes, Sir! Aber wir kriegen noch ein Video. Oh, das hatten wir heute schon, so ein Scheiß. Ah, nee, hatten wir nicht. Okay. Ja, diese Armee-Killer hier. Okay, die Videos sind schon fast im Scheiß. Okay, wir wollen Gay oder Guts? Guts war das. Guts war das. Wir haben vorhin ein paar Levelnamen ausprobiert und der hier hat sich als sehr vorteilhaft. Sollen wir den wirklich, ja? Das war der Level, den wir hatten. Okay, dann nehmen wir den. Wir haben eingestellt, dass wir auf der gleichen Landschaft weiterspielen können, wenn eine Runde vorbei ist. Das heißt, egal wie viel wir hier zerstören, in der nächsten Runde geht es trotzdem weiter, auch wenn die halbe Map weg ist. Ja, das heißt, irgendwann sind nur noch ein paar Pixel übrig, auf denen man stehen kann. So wie Nix dann hier mit seinen Clusterbomben rumwirft. Ja, aber für jetzt begrenze ich mich erstmal auf Dynamit, weil du siehst ja, wie das hier gerade steht, ne? Ja, sowas nicht gedacht. Gefällt mir nicht so besonders. Aber mir. Reicht ja, wenn es mir gefällt. So, der oben kriegt Schaden, der links stirbt. Da kannst du auch hochspringen, ja. Die Sprünge sind anders als vorher. Völlig anders. Dafür können wir keine steilen Berge hochlaufen. Oh, der lebt noch. Da ist noch Land. Skandalös, da ist noch Land. Nein. Ha. Der totale Mindfuck quasi. Okay, Defense hat die Macht. Ja, ich glaube, der Mindfuck, der hat so eine bisschen schlechte Position hier. Und wenn man springt, ich strecke jetzt keine Richtung, er springt auch manchmal nach vorne. Aber das ist bei Worms 2 auch nicht anders. Ich habe es nicht ausprobiert bei Worms 2. Hier ist mir erst aufgefallen, weil die Sprungphysik auch völlig anders ist als vorher. Man springt viel höher. Und man hat kein Zeitlimit mehr. Ja, bei wir den konnten das Ninja-Seilen, was für mich sehr vorteilhaft ist. Aber pass auf, vor dir ist Wasser, ne? Ja, ich sehe es schon. Wir konnten das Zeitlimit hier im Spiel. Ich hab versucht, mich ranzuziehen. Ich hab's gesehen. Ja. Wir können das Zeitlimit hier im Spiel abschalten. Das ist gut bei Worms 1. Man kann wirklich einstellen, will man 15 Sekunden, 30 Sekunden, 60 Sekunden, 90 Sekunden oder unendlich Sekunden pro Zug. Und das macht das Spiel schon irgendwie einfacher. Weißt du was? Du kriegst diesen Gruß von meinem Tripper. Oh je. Der macht auch Winge-Winge, oder? Ja. Yep. Dieser Wassersound, ist genial. Das ist, die Sounds allgemein sind extrem genial gespielt. Auch dieses Guy. Ja. So. Auch wieder geniale Sound-Sample-Sätze ausgesucht. Also ich habe die Schotten und du hast was? Die Norsk, das ist glaube ich Norwegen oder irgend sowas. Ja. In der Richtung. Nächstes Mal will ja immer die Angry Scots nehmen. Ja, die. Also ich bin der Meinung, früher hieß das bei dem Spiel hier Angry Scots, aber möglicherweise ist das eine andere Version als die ich früher gespielt habe. Ich meine, ich hätte früher Worms United gehabt und das hier ist vielleicht nicht Worms United, sondern Worms Resurrected oder so, oder weiß der Geier was. Man weiß es nicht. Aber ich bin der Meinung, die hießen früher nicht Scots, sondern Angry Scots. Naja.
Macht ja auch keinen so großen Unterschied. So, mal noch einen zweiten Versuch. Das heißt, okay. Boah, die Mine zünden. Erstmal von hier wegkommen wäre keine schlechte Idee. Okay. Das war nicht schlecht. Und der unten hat schon Schaden gekriegt. So. Hab so ein bisschen rumprobiert damit mittlerweile. Sieht schon ein bisschen besser aus. Allerdings. So, vorhin mit den Seilen, ich bin nicht nie richtig klar gekommen damit, ein Worms 2 und es war eine Katastrophe. Aber mittlerweile habe ich so ein bisschen mehr an den Dreh raus. Ich würde gerne ein bisschen weiter von deinen Leuten kommen. Ich habe nur ein bisschen Angst vor der Mine. Jetzt hatte ich Angst vor unten der Mine und wusste nicht mehr, wo ich nicht ausweichen soll. Also ich hatte eigentlich gehofft, du bleibst auf der Eiswaffel stehen und ich kann dich dann unten in die Mine reinschießen. Aber wenn du das schon selber machst, dann ist auch okay. Beschwere ich mich jetzt einfach. Ja, habe ich dir mal schön Arbeit weggenommen. Genau. Okay, dafür komme ich jetzt zu dir rüber und töte dich. Ist das okay? Nö. Ich mag nicht. Reichweite zu kurz. Warum kann ich jetzt nicht schießen wieder mal? Ich kann echt nicht schießen, ne? Weil du auf dem Boden von irgendwas blockiert wirst. Also Videospiellogik, ne? Ist ja klar. Way. Way. Hier kann man auch durch die Landschaft durchgehen mit dem Seil. Das ging vorher auch nicht. Ja, und man kann extrem gut Leute durch die Gegend schieben. Noch viel besser als in Worms 2. So zum Beispiel. Es ist einfach nur extrem geil. Durch die Gegend fallen. So, und jetzt gehe ich wieder auf mein Plätzchen, wo es mir gut geht. Ne, ich gehe da oben auf die Flasche, genau. Da stehe ich auch schön. Findest du nicht? Und jetzt gibt's für dich eine Clusterbombe. Einfach, weil ich's kann. Und perfekt platziert. Oh, die war schnell rum. Ja, aber sie hat auch ihren Zweck erfüllt, würde ich mal sagen. Da bleibt nur noch Max Power. Und was kann der schon ausrichten gegen drei Mann? Ja, das werden wir sehen. Kommt man da oben durch? Ich kann das wegen deinem Namen nicht sehen. Durchschießen kannst du nicht, aber du kannst es auf jeden Fall dagegen schießen und mich damit treffen. Ich habe eigentlich gemeint, ob ich da halt durchschwingen kann, aber ich glaube, da ist eine Wand dazwischen. Da ist noch ein bisschen Wand übrig. Okay, dann will ich mal sehen, wie weit du jetzt fliegst. Naja, irgendwo unten in das Loch rein, denke ich mal. Ja. Ja, die Kraft ist schon größer als ein Worms 3, ne? Man fliegt schon ein Stück. So, jetzt gibt's für dich noch ein Cluster. Weil die Mine da oben habe ich ja auch nicht, glaube ich. Oh, ja, das gönne ich dir. Du hast nochmal Glück gehabt, dass du nicht getroffen worden bist. Ja, wirklich Glück gehabt. Da habe ich ein bisschen zu wenig Kraft gegeben, so ein Mist. So, mal sehen, was ich mit dir mache. Ich hätte gern, dass alle was davon haben, aber. Meinst du, die Mine fällt runter? Vielleicht, ja, könnte passen. Ich habe jetzt auch gerade gedacht, ein Airstrike da drüben. In die Mitte. Löst die sich auf, wenn die jetzt irgendwie getroffen wird, oder wie ist das? Die explodiert nur, wenn sie in die Nähe von einem Wurm kommt. Ein bisschen näher wäre es noch gewesen. Okay, dann probiere ich das mit der Clusterbombe jetzt nochmal. Ich lasse mir Zeit, ich habe hier noch 3 Leute. 4. 4? Echt? Du hast 4, oder? Oh, ich hab noch alle. Wow! Könnte eine perfekte Runde werden, ne? Oh ja! Die war gut. Und noch die Mine hinterher. Der ist tot. Ich habe ja auch gesagt, die! Oh. Er lebt aber noch, verdammt. Da hat's wohl nichts gebracht, nicht dass so ich die... Er will nicht so schnell aufgeben. Ich bin so, echt 57 HP. Haare ist Blutwurst, oder wie war das? Genau. Ich bin gespannt auf die nächste Runde, wenn von der Map hier jetzt wirklich nur noch Stückchen übrig sind. Das wird bestimmt... Ich hoch genug. Ja. Yeah. Sehr gut. Nicht ganz an dem Ort, wo ich wollte, aber er trifft ihn nicht. Also ist schön, lecker. Es ist schön, dass die Cluster zufallsgeneriert sind, ne? So, jetzt mache ich auch mal einen Airstrike. Einfach zufallsgeneriert von den einzelnen Bestandteilen, oder? Wo die Cluster hinfliegen. Aha. So. Ah, ja. Der hat nicht mehr viel. Ich wollte vor allem noch ein bisschen was von der Map zerstören. Je weniger Map da ist, desto lustiger wird es. Ja, das ist der nächste. Ist ja die zweite Runde. Wie viele Runden haben wir? 3. Also okay. Nee, 3 Siege. Wer 3-mal gewinnt, ist fertig. Okay. Gut, hat nur 7 Minuten gedauert. Wow. Machen wir mal weiter hier, ne? Ja. Und man sieht ja, wie zerstückelt die Map schon ist. Ich freue mich drauf. Prinzesschen! So. Oh, dass ich hier noch ein bisschen rumreißen kann. Oh! Da steht meiner dabei. Ja, das kommt. Guck mal nach rechts, was da noch kommt.
Reicht's? Meinst du die Minen oder was? Sind alle hier auf einem Haufen? Das gibt's hier gar nicht. Ne, da ist noch einer von dir. Der Mindfuck. Einer ist ganz einsam, ja, ich seh's. Der einsame Mindfuck, oje. Oh, okay, ich habe noch keinen ausgewählt. Es gefällt mir nicht, dass der hier unten ist. Du siehst aber schon, dass er links neben den Minen liegt, ne? Direkt unter dem schon. R von Kreuzfeld, ja. Jakob. Ich sehe es schon. Jetzt kommt wieder so ein Experiment mit dem Seil. Ja, man sieht auch, die Grafik ist etwas veraltet. Ich habe irgendwann mal gelesen, das ist aber auch schon sehr lange her, in einem Bericht über Worms an sich. Worms 1 war damals ein Überraschungs-Mega-Hit, obwohl die Grafik damals schon veraltet gewesen sein soll. Wann ist es rausgekommen? Ich glaube, die Version hier ist von 94 oder 95. Also, okay. Ja, wirklich schon gewissermaßen veraltet von der Grafik. Aber der Hit von dem Spiel ist... Nein, habe ich zu spät reagiert. Allerdings. Ja. Der Hit von dem Spiel hier ist halt nicht die Grafik, sondern das absolut geile Gameplay. Es macht einfach tierisch Spaß. Da kann jeder sagen, was er will. Es ist wirklich gelungen. Ja, ja, ich kann mich nicht an deinem Wurf festhalten. Du kannst ja mal zeigen, was richtig macht jetzt. Genau. Oh, schon wieder. Weil genau. Ja, ich nehme an, das war nicht gut. Nee, ich habe mich schon wieder zum zweiten Mal hintereinander versehentlich am Bauch von meinem Wurm da oben festgehalten. Und dann lässt er das Seil automatisch los. Und dass er dann irgendwie in die andere Richtung wegfliegt, war ganz sicher nicht geplant. Ich wollte eigentlich deine Leute schön jetzt da runterschieben. Also wenigstens den einen noch bei Zumax Power runterschieben. Und dann halt irgendwas draufschmeißen. So. Zeigen wir mal ein bisschen mehr. Hier kann man noch sehen, wie viel. Also es ist hier ein bisschen anders als im zweiten Teil. Hier sieht man immer. Also die, wo keine Zahl dabei steht, die sind unendlich. Und es gibt welche, da steht eine, da ist so eine Klammer. Da steht manchmal, wenn da eine Zahl steht, kann man die Waffe verwenden. Ohne, wenn nur eine Klammer da ist, hat man keine, ist keine vorhanden. Die haben jetzt so eingestellt, vorher war es so, dass man eine bestimmte Rundenzahl brauchte, bevor man eine bestimmte Waffe auswählt. Jetzt haben wir es aber so gemacht, nach einer Runde, glaube ich. Ja, nach einer Runde kannst du Airstrike benutzen und ich glaube, alles andere kann man von Anfang an benutzen. Okay. Macht eh keinen Unterschied, dass der Gegner getroffen wird. So. Dann triff mal. Ich muss es anders anführen. Ich würde nach oben schießen. Ja, also schräg das hatte nach oben. Ich, hatte ich vor. Es ist schon ein bisschen schräg. Höher. Ja. Ja, genau. So. Dann ordentlich Power, damit das Ding genug Zeit hat, seine Richtung zu finden. Da war ein Felsbrocken dazwischen. Aber. Oh, er lebt noch. Er lebt noch. Yeah. Wieder so ein Holzmichel. Ja. Wieder ein Holzmichel. Er lebt noch. So. Ich glaube, den kriege ich nicht da runtergeschoben, egal was ich mache. Ich kann wieder mal kein Ninja-Seil schießen. Ne? Ist irgendwas im Weg oder blockierst du dich wieder? Man weiß es nicht. Ja. Stell mich mal hier drauf, vielleicht geht's dann. Ja. Kannst du jetzt, wenn du meinen, wenn du Prinzesschen triffst, kannst du die runterziehen, ne? Oder geht das? Ne. Oh, jetzt häng ich an dir? Nicht, dass ich wieder gleich wegfliege oder häng ich an dir? Du müsstest nicht mit runterziehen, das hab ich grad gemeint. Du bist ein Arsch. Ich sag ja, das geht in Worms 1 hundertmal besser als in Worms 2. Das ist so. Na, jetzt schön. Brauchst du eigentlich nichts mehr zu machen. Ich will, dass wir ein bisschen näher beieinander stehen, damit sie auch beide das Bestmögliche kriegen. Oder bestmöglich das zeitliche Segen. Ja. Ich glaube, das ist gut. So, dann gehen wir mal nochmal auf meinen hohen Thron der Einfältigkeit. Komm schon, mach hinne. Mach hinne. Ich liebe Ninja-Seil. Vor allem hier in Worms 1. Es ist schön. So, ich habe doch noch eine Clusterbombe übrig. Freund. Oh, das gefällt mir nicht. Komm, mir schon. Und da sind sie beide kaputt. Das gibt's nicht. Ja, Worms 1 und Blasterbomben. Hier kann man nicht die Effektivität von Waffen verschalten, also dass man die stärker macht oder so. Also sind die Waffen tatsächlich so, wie sie eigentlich sein sollten. Und Blasterbomben und Dynamit machen hier schon verdammt viel her. Okay. Oh, verdammt, mein Holzaugehorst heißt ja Holy Augehorst. Das ist auch mal nicht schlecht. Liegt natürlich daran, englische Tastatureinstellungen. Da habe ich wohl irgendwie tatsächlich auf Z gedrückt und dann kommt da ein Y raus. Obwohl Holy Auge schon ganz witzig ist. Ja, muss ich schon sagen. Bei Kreuzfeld Jakob habe ich noch dran gedacht, ne, dass ich Y drücken muss anstatt Z, aber gut. Naja. Ja, da waren es irgendwie nur noch zwei.
mache ich mit dir? Ich ramm dich einfach mal noch ein bisschen tiefer in den Boden. Weil es Spaß macht. Das war der Grabstein. Ich habe eben noch gedacht, er wäre eine Mine. Hat sich sagen gehört, ne? Darf ich mal sehen? Ja, passt schon. Ich hoffe, du stehst gut da unten. Ziemlich. Ich weiß gerade nicht mehr, wo der andere rumsteht, aber ich bleib erstmal dabei. Quasi am Arsch der Welt steht er. Da steht er gut. Übrigens, falls ihr euch wundert, warum immer nur Defense-Waffen auswählt, ich wähle die Waffen nicht mit der Tastatur im Normalfall, sondern, nicht mit der Maus meine ich, sondern mit der Tastatur. Also, es gibt für jede Waffe eine Quick-Taste, die man drücken kann und ja, das mache ich dann halt so. Wie mache ich das? Wuppidoo, du hast es geschafft, da hochzukommen. Das war ja keine Kunst. Vorher war es eine Lebensaufgabe. Okay, was mache ich jetzt mit dem da oben? Ein Bazooka und der ist tot. Ja, das. Ich probiere mal hier rüber zu kommen. Oh je. Defense und Ninja-Seil. Immer ein Versuch ist, ja. Wie machst du das immer, dass du so einen 360 Grad drüber schwingst? Ich ziehe im richtigen Moment an. Also ich ziehe mich näher ran im richtigen Moment. Ist halt jahrzehntelange Übung. Ich habe das Spiel zwar jetzt auch schon seit Jahren nicht mehr gespielt, aber jahrzehntelange Übung, ich sag's euch, Leute. Das Spiel ist immerhin von, was weiß ich, 94 oder 95. Da war viel Zeit, um das zu lernen. Ja, allerdings. Ich habe die letzten 20 Jahre nichts anderes gemacht, als Worms 1 zu spielen, ist klar. Oh, eben hatte ich's fast. Alles eine Frage der Technik, Junge. Allerdings. Wenn du dich einfach an der Decke über dir festhältst, schaffst du es locker drüber. Das war meine Idee. Wenn du jetzt wieder anfängst. Die Soundeffekte. So. Weißt du, ich wollte eigentlich hier raufschwingen, den dann runterschmeißen, also diesen Raucherbein Rick, damit er irgendwie in der Nähe von dem steht, aber. Also so richtig nah zusammen kriegst du ihn sowieso nicht. Ich mach's jetzt anders. Ein guter Treffer mit der Shotgun zieht 25 ab. Ich müsste von hier dran kommen, das wäre gut. Wenn ich der Boden im Weg wäre. Ich will auch wieder hochkommen, weißt du? Triff. War das der Rückstoß? Du warst zu nah dran, scheinbar. Ah, Mist. Ja, dumm. Jetzt hast du es leicht. Ist dein Zug jetzt vorbei? Nee, du darfst noch. Kann ich noch? Ja. Du kommst jetzt ich hab gedacht, wenn ich mich selbst getroffen habe, dass dann mein Zug beendet wäre. War hier wohl noch anders als in Worms 2, ne? Okay. Aber da ist Wasser vor dir, ne? Ich sehe es, ja, das wäre... Oh, ich kann keine... Nein, du kannst natürlich keine Waffe wechseln, weil das du bist ja auch toll, Shotgun. Dass ich jetzt hier runtergefallen bin, ne? So, hoffe ich mal, dass das jetzt hier hoch schafft. Nee. Nicht runterprallen. Toll. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Ich kann schieß ein Loch in die Wand und versteck dich. Aber ich würde noch einen Schritt zurückgehen. Dann fahre ich ins Wasser rein, ne? Ah, nee, du kannst dich ja nicht mehr bewegen, wenn du geschossen hast. Das bringt ja auch nichts. Das ist ja nicht wie in Worms 2, dass du immer noch eine Rückzugzeit hast. Ich hab's gerade gemerkt. Egal, ich lasse ihn mal nur für einen Moment noch am Leben. Weil ich hab's eher auf den hier abgesehen. Der könnte witzig sein. Achso, der lebt ja auch noch. Ich hab erst gemeint, das wäre mein letzter. Ja, ich hab der einsame Mindfuck. Ich hab ihn ganz vergessen. Ich hab was ganz am Rand der Welt. Das hier dürfte die Minen mit ins Spiel bringen. Gnade. Das ist gerade keine runtergefallen. Ja. Also die rechts wurde nicht mal getroffen, weil ich zu weit links gezielt habe. Und die andere, nö. Ich sag's ja, die liegen. Physik in dem Spiel ist faszinierend. Ich hab's schon erwähnt. Ja, aber wehe, die Minen bewegen sich mal. Dann hören sie nicht mehr auf. So, ich gehe jetzt kein Risiko ein. Achso, ich muss zuerst den Pfeil. Okay. Ich habe mich gerade gewundert. So. Nicht ganz, wie ich geplant habe. Ja, passt aber. Der wird tot sein, denke ich mal. Er lebt noch. Und Sudden Death. Oh, die Zeit ist um. Das ist schlecht.
und unfair, weil ich war total im Vorteil. Und jetzt sowas. Das habe ich mir auch anders vorgestellt. Weil ich dachte, ich könnte da drüber springen, aber na gut. Hui! So, hallo Prinzesschen. Oh je. Möchtest du sterben? Sag ja. Habe ich eine Wahl? Nee. Brutal. Wollt auf Nummer sicher gehen, falls ein Schuss nicht reicht. Welchen Teil von Sudden Death hast du nicht verstanden? Okay. Jetzt ein Airstrike, dann gehen hier oben beide drauf. Das ist die Idee. Und die Mütze dann geht an den Seiten noch was runter, oder? Das sollte. Ist relativ egal, oder? Also. Achso, ich meine so, ja, passt schon. Ich dachte mal, dass der Pfeil das Zentrum von dieser Sprengung darstellt. Ja. Das meinte ich. Passt schon, das passt schon. Das macht schon um einiges einfacher. Ja. Und die Map wird immer weiter zerstückelt. Wir hätten eine noch kleinere Map raussuchen sollen. Ich hab's mir schlimmer vorgestellt. Mit einer kleineren Map wäre es ziemlich krass geworden. So. Ja. Ende. War billig, aber ja. Du warst genauso billig. Sudden Death ist halt billig. Und du hättest es nicht geschafft, die beiden Würmer zu killen mit einem Airstrike, wenn kein Sudden Death gewesen wäre. Ja, das wäre schwierig. So. Okay, eine Runde haben wir noch. Wenn ich gewinne, wenn ich nicht gewinne, dann haben wir sogar noch ein paar Runden mehr. Und die Map wird immer interessanter. Ich finde das toll, dass man das so machen kann. Ne? Also man kann schon keine Flaschen mehr erkennen, nicht mehr so richtig. Okay, der steht extrem scheiße. Dann geht der am besten mal da. Deine stehen alle auf einem Haufen, oder? Ja. Alle vier in Reihe und Glied. Da stehst du drauf, ne, wenn da irgendwas mit Glied ist. Was hast du jetzt gesagt? Ich lach dich aus, wenn die eine Mine hochgeht. Die will ich auch hochjagen, einfach weil sie im Weg ist. Die wird zwar Holzauge Horst ein bisschen verwunden, aber... Ja, genau, die habe ich gemeint. Mist. Okay, wie ist die da unten jetzt hochgegangen? Weil ich zu nah dran war. Da bist du nicht rangekommen. Als ich runtergegangen bin, war ich zu nah dran, verdammt. So war es nicht geplant, aber naja. So ist das halt mal, wenn man scheiß Positionen von Anfang an hat. So, wen haben wir denn da? Holy Auge Horst. Mein Fuck, gib's uns. So, ich würde jetzt gerne... was ist das da vorne dran? Ist das irgendwie ein Teil vom Wasserhahn oder was? Das war ein Schnorchel. Das war ein Schnorchel, ja. Ja, den da liegen sogar noch Minen drauf. Weil der hat dieselbe Farbe wie die Berge, deswegen konnte ich ihn kaum sehen gerade eben. Solange es nicht mehr geradeaus zu mir runterkommt, ist alles in Ordnung. Das ist zu stark. Oder? Nee, oh. Wow. Mensch, die war nicht schlecht. Das habe ich falsch eingeschätzt. Nein, ich wollte weiter rechts hier unten reintreffen eigentlich, aber das war auch nicht schlecht. Okay. Lassen wir den mal da noch stehen, den Holy Auge, und nehmen stattdessen den Tripper. Come on, you waste the time. Weil wir stehen auf Tripper. Ja, ist dein Favorit, habe ich vorhin schon gemerkt. Da liegt noch eine Mine direkt über mir, darauf sollte ich achten. Jetzt gerade auf dein Raucherbein runterfallen sein. Yeah! So war es nicht geplant, aber es ist witzig. Ah, hast dich mitgetroffen. Jetzt gerade noch links runterfallen, aber hast die Kante da am Weg. Wäre cool gewesen, ja. So. So, weißt du, was ich jetzt mache? Hier gibt's doch auch das Schubsen, oder? Ja, kann sein, ja. Wo ist das? Hier! Oh, ziemlich eindeutig. Aber ich weiß nicht, ob das effektiv genug ist. Finden wir es raus. Achtung. Okay. Jetzt wissen wir es. Ich habe gedacht, das schießt mich ein bisschen weiter. Das macht nicht mehr Schaden, ne? Eieieiei. Ja, wann macht so ein Schubser schon Schaden? Ich bin immerhin hingefallen. Halt doch. So, die Mine ist aus dem Weg. Jetzt mache ich mal ernst hier zur Abwechslung. Ups. Habe ich mir anders vorgestellt. Habe ich mir auch anders vorgestellt. Willst du mich da runterschmeißen? Ja. Da ist wieder so eine Kante. Ich glaube, wegen der eine Kante geht's nicht. Das geht.
wenn das nicht gehen würde, würde ich es nicht machen. Ja. So einfach ist das. Lass mich raten, da kommt jetzt gleich Dynamit. Oh ja. Yeah. Ich muss ja irgendwie die 2 oder 3 Runden, die ich scheiße gebaut habe, wieder ausgleichen. So. Den anderen würde ich gerne noch ein bisschen näher rankriegen, ob das wohl möglich ist. Ich glaube, den schmeißt du eher links runter, als dass du den hier näher rankriegst. Naja, wenn ich dabei drauf gehe, ist auch nicht schlimm, der Wurm hat noch 20 HP. Das war schon nah dran. Ich würde es nicht hinkriegen, denke ich mal. Und jetzt da unten rechts Dynamit hinmacht, fliegt der links raus. Oder sehe ich das falsch? Reicht wahrscheinlich nicht. Kann ich da rausspringen? Ja, kann ich, wenn ich richtig stehe. Naja, wenigstens ist Vincent tot. Hättest du ein bisschen weiter links gemacht, wären beide tot. Na, glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Okay, zeig's mir. Hallo? Ja, Max Power. So, dann halte ich mich mal an dem einen kleinen Pixel fest. Da kann ich manchmal nicht festhalten. Doch, das geht schon, wenn genau die richtige Stelle triffst. Aber das ist manchmal gar nicht so einfach, wenn nur noch so ein kleines Stückchen übrig ist. Okay, aber hier dran muss ich ja kommen, ja. So, dann dauert es wieder eine Zeit lang, bis er hochkommt. Das hört sich sehr falsch an. Naja, es geht noch. Das ist nicht so schön. So. Oh, es hat sogar ziemlich gut funktioniert. Ich kann das hier kaum sehen, was hier... Lass mich raten, Cluster. Ich würde gerne hier weg. Das gefällt mir nicht. Es gibt nur einen Menschen, der das hinkriegen kann, dort rauszukommen. Und das wärst in dem Fall du. Weil ich habe da keinen Einfluss drauf. Aha. So. Ja, Junge, entscheid dich mal. Ist... Oder provozierst du wieder einen Sudden Death? das Zeit damit, ja, stimmt. Ja, was mache ich jetzt? Hier bin ich ein gefundenes Fressen für dich, ne? Du bist überall ein gefundenes Fressen für mich. So. Okay, hat sich erledigt. Scheiß drauf. Nee. Ich werde mitgetroffen, aber. Da unten ist da Wasser bei dem Holz. Holy Auge. Ja. Da ist kein Wasser. Da ist kein Wasser, nee. Aber je nachdem, wie du triffst, ist wahrscheinlich dann Wasser dort. Zu weit. Schade. Gut für mich. Aber es wäre jetzt echt schwierig gewesen, dann da ganz rauszukommen. Ich muss jetzt eh mal ein paar von deinen Leuten umbringen, damit das hier nochmal was wird heute. Also, fangen wir mal mit dem hier an, dem Prinzesschen. Hallo Prinzessin, du gehst jetzt sterben, ob es dir passt oder nicht. Ich weiß, es ist einfallslos, aber es funktioniert, also ist auch okay. Sehr gut. Ich hab echt gedacht, den Sprung würde ich schaffen. Verdammt, die lebt noch jetzt, echt? Ich hab gedacht, ich würde den Sprung schaffen. Oh schön, der Soundeffekt, wie du da reingefallen bist. Blup. Göttlich. Naja, der hatte zum Glück nur noch 20 HP, aber irgendwie habe ich mir das trotzdem anders vorgestellt. So. Oh, was ganz anderes. Willst du mit der jetzt was machen? Ja. Ich stehe am Arsch der Welt. Ich schmeiß den jetzt runter. Nein, Raucherbeinring. Weil, wenn ich das Seil benutze, ich habe da ein bisschen Angst vor dem Wasser. Ja, ich kann mich daran erinnern, dass du an der Stelle das letzte Mal schon einen Wurm versenkt hast. Da hab ich einen spektakulären Suizid hingelegt, gleich am Anfang der Runde. So, ich hoffe nur, nicht so hoch. Und volle Power. Bam. Ah, hat funktioniert. Und jetzt stehen die beiden da zusammen. Genau da, wo er soll. Da soll er aber nicht bleiben. Das wäre nämlich schlecht. Ja, vielleicht nehme ich lieber den anderen, der hat noch ein bisschen mehr Lebensenergie. Oh, du sollst dich nicht an dem seiner Nase festhalten, sondern an irgendeiner Wand. Stell dich doch nicht so an. Damit haben wir doch schon schlechte Erfahrungen gemacht. Und hoch. Na, was habe ich gesagt? Das krieg ich nie hin. Ja, was hab ich gemeint? Jahrelange Übung. Ich sag's dir. Das ist alles Kacke hier. Ich muss mal nochmal weg. Sieht man auch fast dich. So. Und jetzt wieder mal Cluster Action. Oh, kein Dynamit. Nee, die macht mir Schaden, wenn es richtig trifft. Was ist da eine Bananenbombe?
Ich habe eine Bananenbombe eingesammelt. Warum sagt mir das eigentlich keiner? Ich hatte keine Ahnung. Aber es hat gut Schaden gemacht. 91. Das war nicht schlecht. Nicht gut, aber auch nicht schlecht. Warum hat mir niemand gesagt, dass ich eine Bananenbombe habe? So, was haben wir jetzt? Habe ich auch irgendwas Neues oder muss ich das einsammeln? Ja, das muss man einsammeln. Ich bin ja gerade direkt vor dem Angriff, bin ich ja noch über eine Kiste drüber. Da wird wahrscheinlich eine Bombe drin gewesen sein. Okay. Ich habe nur überhaupt nicht drauf geachtet. Eigentlich wäre es gut, wenn du die Runde hier gewinnst. Dann hätten wir noch eine vierte Runde und von der Map wäre wirklich fast gar nichts mehr übrig. Der stirbt jetzt auf jeden Fall. Da können wir uns drauf verlassen. Das war mein Ziel. Ja. Kreuzberg, ja, noch da gestanden. Ach, wo zielst du denn wieder hin? Das hat man gar nicht gesehen, wie er sich sprengt. Okay, der hat noch 80, das ist viel zu viel. Und du hast insgesamt noch 3 Leute, ne? Aber passt doch. Na, jetzt bin ich einfach hängen geblieben. Mist. Na komm schon. Hey. Eigentlich will ich gar nicht nach runter. Jetzt bist du da. Ich will aber doch gar nicht. Ich will wieder da hoch. Ich wollte nämlich eigentlich mein vertrauenswürdiges, zuverlässiges Schrotgewehr auspacken. Das reicht für den hier ja auf jeden Fall. Das ist ja mit der Ultima noch spektakulärer. Da habe ich auch keinen zweiten Schuss. Als ob einer nicht reichen würde. Ich will ja noch auf jemand anderen schießen. Wieso? Ja, weil es ist irgendwie das Ziel des Spiels, andere Leute zu erschießen. Nein. Naja, wenn dir das bis jetzt noch nicht aufgefallen ist, ist das wahrscheinlich der Grund, warum du dauernd verlierst. Aha. So, das musste jetzt einfach mal gesagt werden. Ja. Sudden Death! Jetzt, nachdem ich eine Runde mit Shotgun gespielt habe. Sudden Death Mode, oh, okay. Also, weiter. Ja, toll, ich habe nur noch 2 Leute und du hast den ersten Zug. Sieht so aus, als müssten wir noch eine dritte Runde spielen. Dann mache ich jetzt mal hier ganz simpel. Ich hoffe, die trifft. Davon ist auszugehen. Oh, warum ist sie drüber gegangen? Keine Ahnung. Ich war sicher, dass ich genau unter dich gezielt habe. Aber es gibt mir die Chance, die ich brauche. Okay. So. Das hast du gebraucht, gib's zu. Das ist doof. Sudden Death beschleunigt das Ganze aber ein bisschen, sonst wird das Video ja auch 100 Jahre lang. Ja, ich habe schon viele. Schieß doch in den Boden rein, das kommst du eh nicht hin. Ich will mich wenigstens wo hinstellen, wo ich was davon habe. So. So, jetzt bin ich auch eine bessere Zielscheibe für Lenkraketen oder dergleichen. Oder Napalm oder Quatsch Airstrike. Napalm gibt's ja nicht. Aber das Gute ist, meine Würmer stehen so weit auseinander, dass du wirklich nicht beide treffen kannst. Okay. Hallo? Ich gehe auf Nummer sicher. Ich will den auf jeden Fall treffen. Ich bin stolz auf dich. Weil mit der Lenkrakete, da sind so viele dazwischen noch, bei dem Raucherbären, da habe ich jetzt Zweifel gehabt, ob die bei dem ankommt dann, wenn ich hinschieße. Lenkraketen, Raucherbein, das ist irgendwie ein seltsames Gespräch. Okay. Ja, das ist jetzt eindeutig. Er macht jetzt Luftangriff und dann... Stirb! Außer eine geht vorbei. Sind die gerade alle vorbeigegangen? Wie geht denn das? Wie? Ja. Ich hab das aus Spaß gesagt. Ja, aber dem Geräusch nach sind sie ins Wasser gefallen. Die sind wirklich vorbeigegangen. Okay. Dann probiere ich jetzt trotzdem mal mit der Lenkrakete. Warum kann ich nicht mehr rausgehen? Okay, ich probiere es mal so, damit ich mal umgucken kann. Das ist oben drüber. Das trifft nicht. Aber eine Lenkrakete, die könnte treffen. Das Spiel bescheißt mich. Mit schwer Glück, dann gibt es noch eine Runde. Ja, aber ihr habt es alle gesehen. Eigentlich habe ich Defense gekillt. Das Spiel war nur dagegen. Ich muss ihn nur sehr hoch schießen. Ja. Volle Power. Enttäuscht mich nicht. Sie enttäuscht dich nicht. Sehr gut. Haben wir noch ein bisschen länger Spaß. Freu dich. Okay, also noch eine letzte Runde. Oh, Defense. Nur weil das Spiel cheatet. Ja. Continue of Match. Genau. Das war bis jetzt die letzte Runde mit 12 Minuten 37. Okay, so. Das könnte witzig werden. Und ich darf anfangen.
Und ich habe BSE. Die Landschaft gefällt mir immer besser. Ja. Die haben Inselchen dazwischen. Es ist unheimlich unterhaltsam, ne? Mit so einer Landschaft. Das ist toll. Und draußen. Reinziehen! Draußen dich den Max Power runterzuschmeißen. Wo ist Max Power? Da unten, ja. Ich trau mich alles. Ich kill jetzt erstmal zwei Leute auf einmal. Publiken, Shotgun. Okay, wenn ich richtig wenn du schieße, den triffst, dann fällt er rein. Ja, ich will den Boden vor ihm wegschießen und hoffen, dass er dann runterfällt. Oder so. Okay. Aber er lebt noch! Verdammt! Dieser beschissene Holzmichel! Die Physik fasziniert mich immer wieder aufs Neue. Ja. Du kannst nicht oft genug wiederholen. Dann hast du wieder Glück gehabt. Aber mit Ninja Sai kommst du da eh nicht lebend raus. Ich kenne dich doch. Gleich versenkt er sich wieder im Meer. Hochdrücken war anziehen, richtig? Ja. Oh! Ich bin ja schon irgendwie das war schwer beeindruckt. Ein glücklicher Zufall. Ich habe mich schon wieder im Wasser gesehen, gerade eben. Ich auch. Gerade eben habe ich Schiss gehabt, dass ich runterfalle. Ich lasse es. Ich schieße mich hier aus. Das ist mir zu riskant. Schieß genau auf und drauf, dann fällt er schon irgendwo runter. Das trifft. Ich habe ja gerade eben schon vorbeigeschossen. Ich sehe es niedriger. Ja, das war richtig. Oh. Oh. Geile Sache. Geile Sache. 94 Schaden, das war nicht schlecht. Wir haben Replays übrigens ausgeschaltet. Ich weiß nicht, ob du erwähnt hast schon. Ja. Weil wir haben nicht rausgefunden, wie man die abbrechen kann. Ja, das hat ein bisschen genervt. Oder mehr als nur ein bisschen. Are you still clear? Okay, was mache ich mit dir jetzt? Das Einfallsloseste, was mir einfällt. Nee. Runterschmeißen. Oh, oder so, ja. Obwohl, wenn ich so drüber nachdenke. I'm gonna hammer you. Das ist auch okay, oder? Ja. Yeah. Das ist mal was anderes wie bei Dynamit. So, was mache ich jetzt? Ich habe noch zwei, die zwei. Ha. Diese völlig zerstörte Map. Das ist echt ein geiles Feature. Warum haben sie das in Worms 2 nicht mehr eingebaut? Dass man wirklich auf einer zerstörten Map weiterspielen kann. Das ist doch so genial. So, jetzt mit einem bisschen Glück. Wenn die Cluster direkt links neben Kreuzfeld Jakob liegen bleiben würde, wäre optimal. So, ich mach's nicht zu stark, aber nicht zu schwach. Flieg hoch. Oh, ich habe Angst gehabt, dass das da oben die Granate ablockt. Okay. Da habe ich ja extrem viel Glück gehabt gerade. Ja. Okay. Der Kollege hier, der will sich unbedingt rächen, habe ich gehört. Der Tripper mal wieder. Tripper Thomas. Mal wieder der Tripper Thomas. Ja, ja. Immer die Typen mit dem Tripper. Ich komme da echt weg. Wo häng ich denn wieder? Way! 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 Kannst ja die Minen da oben wegmachen. Kann ich. Muss ich aber nicht. Ja, fliegt nur deiner weg damit. So, wie wär's, wenn du ein bisschen baden gehst? Ich hab gesagt, baden gehen. Was verstehst du da dran nicht? Bring deinem. Vielleicht das Wort gehen, das gefällt mir nicht. Bring deinem Inzestjungen mal Deutsch bei. So, Ende. Ach, da war doch noch was. Im Boden war noch eine freie Stelle. So, letzter übrig. Ich würde einen Airstrike machen. Auf den Schnorchel und den Typ, der drunter steht. Dann fallen die Minen noch runter und dann gibt's Action. Eine, zwei, drei. Ja. Oh ja. Oh, der ist gut gelandet. Aha. Schade, dass die andere Mine oben liegen geblieben ist, ne? Das wäre noch ein bisschen lustiger geworden. Dann wäre bestimmt unten in den Boden ein Loch reingesprengt worden und Kreuzfeld Jakob wäre abgesetzt. Versuch mal da unten in die Öffnung eine Granate reinzuschmeißen. Was, zu meinen Leuten? Nee, da unten bei Max Power. Das schaffe ich nicht. Na gut, okay, ich probier's. Aber das kann nicht klappen. Ich kann das nicht. Die war zu schwach. Ja, ich hatte Angst, wenn ich sie zu stark mache, dass sie dann drüber fliegt oder dass sie halt irgendwo abprallt und ins Wasser fällt. Ja, das Problem kenne ich. Mach das mal, das ist nicht einfach. Die gehen hoch, wenn man ranschießt, gell? Ja. Was mache ich jetzt? Clusterbombe.
Können die auch im Flug hochgehen? Wenn man so hoch genug wirft, vielleicht. Ich probier's. Weil ich glaube, das haben wir bis jetzt noch nicht gesehen. Ich werde sie jetzt ganz hoch schmeißen. Ja, und über die Kiste. Zieh noch ein bisschen höher, ja. So? Ja, so ist das gut. Muss reichen. Solange sie weg von mir fliegt, ist alles okay. Ich hoffe, die sind nicht dagegen. Ich mach sie mal maximal Power. Wow! Was war da oben noch gewesen? Das ist noch ein Pixel, wo eine Mine drauf liegt, ja. Autsch! Da hätte ich jetzt wirklich gerne ein Replay von gehabt. Das war ja mal genial. Das war mitten in die Fresse gerade eben. Was egal, wir haben es ja auf Video, wir kriegen ein Replay. Okay, nächstes Mal winst du Match. Gut, ich hätte so oder so gewonnen, da sind wir uns einig. Ja. Ich hätte auch die letzte Runde gewonnen, wenn das Spiel mich nicht bescheißen würde. Gib mal die Maus rüber hier. Ja. Aber okay, 4 Runden in 36 Minuten, das ist doch in Ordnung. Und alles ist wie immer. Ich habe gewonnen, alles ist gut. Ja, hast mehr Erfahrung im Spiel auf jeden Fall. Allein mit dem Ninja-Seil, bei mir hängt es zum Glück ab, ob ich irgendwo an der Plattform ankomme. Ja, gut. Jahrelange Übung halt. Bei dir ist alles so kontrolliert. Ich meine, ich habe mich mit einem selbst gekillt, wo ich nur über das Wasser drüber wollte. Ja. Wobei ich auch wenigstens einmal Pech hatte mit den Minen. Ne? Aber okay. Wurm des Matches, Tripper Thomas. Bester Schuss, Raucherbein Rick. Und gewalttätigster, Raucherbein Rick. Und nützlosester, Winzest. Ach komm, Winze, das Witzige ist eben, in der Trainingsrunde sah es im Prinzip genauso aus. Die drei guten Sachen waren alle von meinem Team und der Nutzlose war immer einer von deinem Team. Ja, die guten Sachen, der langweiligste, was war das nochmal? Der einer von deinen war. Ja, gut, das war ja in Worms 2, hier gibt es ja keinen langweiligsten. Nee, das war auch hier bei dem. Da gibt es keinen langweiligsten. Hier gibt es den Wurm des Matches, den besten Schuss, den gewalttätigsten und den Nutzlosen. So, langweilig kennt das Spiel nicht, okay. Genau. Das Spiel ist ja auch nicht langweilig, also was soll der Quatsch? Ja Mensch, Exotutos, das ist zu geil. Ja, Leute, also das war Let's Battle Nixon vs. Defense mit Worms 1. Ja, hat sich doch gelohnt. Na, guck mal da oben, Copyright 95-96. Ja. Die Arbeit, die du da reingesteckt hast, um es zum Laufen zu kriegen. Das war und dann echt hat er es zum Laufen bekommen, da haben wir keine Musik. Also es war wirklich zum Haare aus. Die hat mir jetzt auch gefehlt, muss ich sagen. Das ist echt schade. Aber es ist trotzdem ein extrem geniales Spiel und es ist einfach toll. Davon würde ich mir echt mal ein Remake wünschen, von dieser Worms-Version. Eine, die gut läuft auf modernen Windows-Systemen. Wobei mit Remakes haben wir nicht so tolle Erfahrungen eigentlich, ne? Es gibt ja gelegentlich auch mal gute Remakes, beispielsweise das Resident Evil Remake zum Beispiel. Das ist eigentlich ganz gut. Oder das Remake von Resident Evil Remake, nämlich Resident Evil Remastered. Und das gleiche gilt auch für Last of Us Remastered, ist auch gut. Es gibt ein Last of Us Remastered? Ja. Okay. Und Last of Us ist wirklich ein gutes Spiel. Und die Remastered-Version ist eigentlich genau das gleiche Spiel, nur dass er eine bessere Grafik hat und ich glaube eine Zusatzmission, die nichts mit dem Spiel an sich zu tun hat. Ja. So, also wir gucken mal, ob wir jetzt noch was aufnehmen. Ich würde ja eher zu Nein tendieren, es ist nämlich mittlerweile 20 vor 2 nachts. Oh, so spät schon, weil wir haben ungefähr eineinhalb Stunden oder so. Eine Stunde war es bestimmt, die wir gebraucht haben, um Worms 1 in den Laufen zu bringen. Ja, und bei Worms 2 mussten wir auch schon ewig rumdrucken, um es zum Laufen zu kriegen. Also, wir haben ein bisschen Zeit verloren. Aber für die Spiele hat es sich gelohnt. Ja, es war wirklich ein genial. Ein lustiger Abend. Gut, noch irgendwelche abschließenden Worte? Ja, ich bin nicht so spontan. Wir treffen uns beim nächsten Mal oder so. Wenn wir einen Shooter spielen würden, würde das jetzt echt gut kommen, oder? Ja, genau, dann treffen wir uns. Okay, Leute, das war's, ne? Bis zum nächsten Mal.